Ja, wir sind am Stand der Firma Arcana. Neben mir sitzt Christopher Peters von der Exportabteilung. Sie haben ja auch zwei schöne Sticker an Ihrem Revers, also zwei Sticker, zwei Marken. Können Sie uns mal kurz den Unterschied zwischen den Marken erklären? Also, hallo. Also Vibers und Arcana sind beide von der gleichen Familie. Also ist die Vibers-Familie, hat angefangen mit der Vibers-Firma. Und seit 20 Jahren ungefähr haben wir mit dieser Arcana-Firma angefangen. Also wir machen ein bisschen nicht die gleiche, also Fliesen natürlich, aber eines mehr für Dekoration, mehr für Objekte als Arcana. Und Vibers ist ein bisschen mehr spezialisiert in andere keine Produkte, ne, natürlich. Aber ich finde, dass Arcana mit dieser auch eine neue Kollektion, was wir versuchen zu geben, zu verkaufen, ist eine Idee, eine Kollektion immer mit vielen Farben, vieles Design und ich glaube, wunderbar Stand wie diese, ne, hier, ja. Den Interviews haben wir. Was haben Sie denn an neuen Produkten jetzt hier zur Messe, die vor allen Dingen für den deutschen Markt interessant wären? Also dieses Jahr, wir haben diese krokante neue Kollektion mitgebracht und ich glaube, also mit diesem Multiformat, diese Stracciatella, ein bisschen diese Terrazzo-Farben mit ein bisschen diese Pastellfarben sind, ich glaube, sehr nett und ich glaube, will wirklich gut funktionieren in Deutschland. Diese Terrazzo-Platten sind, glaube ich, auch ein großer Trend, schon bei den letzten Messen gewesen und da gibt es aber nach wie vor eine große Nachfrage nach. Das stimmt, das stimmt. Wir haben gesehen, die letzten 5 Jahre, dass dieser Terrazzo-Style funktioniert wirklich gut, überall in der ganzen Welt. Und naja, so die Firma Arcana hat gesagt, okay, wir müssen kämpfen, um mehr Terrazzo haben und auch also natürlich mit differenten Design. Und deswegen, wir denken, dass in Deutschland, Österreich, in Europa wirklich gut funktioniert. Und deswegen, wir haben diese riesige Kollektion mit vielen Formaten und vielen Farben mitgebracht hier zu Sebisama. Vielleicht noch zwei kurze Sätze zu Ihrer Glasurtechnik. Sie haben uns vorhin so Maserungen gezeigt, die eben nicht nur haptisch fühlbar sind, sondern die auch unterschiedlich glasiert sind. Das ist eine ganz spezielle, sehr anspruchsvolle Technik, die aber auch zu sehr schönen visuellen Resultaten führt. Ja, so letztes Jahr, wir haben diese Carbine-Technik sehr neu gemacht und naja, so wir haben so Kollektion, wo wir benutzen diese Technik, weil wir denken, dass natürlich wir müssen immer etwas neu haben, die high Qualität, die beste Design und deswegen wir haben diese Carbine, das wirklich sieht wirklich gut aus, weil es sieht wie Glanz, aber es ist nicht ganz Glanz in die Fliese und das macht, ich glaube, die Teile in die Fliese wirklich Besonderes. Okay, vielen Dank. Ja, danke.